äußerlich still. Und komme hier und jetzt über den Körper an. Spürst deine Füße, deine Beine. Und lässt die Sitzbeinknochen, das Becken nochmal ganz bewusst nach unten sinken. Kommst hier an. Ein vertrautes Gefühl, hier bei dir anzukommen, dich mit der tragenden Kraft von Mutter Erde zu verbinden. Und aus dieser Basis heraus streckt die Wirbelsäule sanft nach oben. Lass dabei die Schultern los. Wenn es sich hier eng anfühlt, dann zieh gerne mal ganz bewusst die Schultern nach oben zu den Ohren und rotiere nach hinten, nach unten und wiederhole das ein-, zweimal. Nach oben ziehen und wieder zurück. Und noch einmal. Große, weite Bewegung und dann lass die Schultern nach hinten, unten gesunken. Spür mal, wie du von hinten die Schulterblätter sanft das Brustbein anheben. Und leg die Hände entspannt auf den Schoß oder in den Schoß, auf die Oberschenkel. Und dann nimm wahr, wie dein Kopf immer leichter wird. Vielleicht veränderst du die Position. Ziehst das Kinn etwas nach hinten. Entspannst die Gesichtszüge. Löst die Zunge locker vom Gaumen, die Augen weich. Und dann nimm hier deinen Körper wahr, angekommen. Und spüre weiter, werde feiner in der Wahrnehmung. Wie dein Atem ganz sanft in den Körper einströmt. Und wieder nach außen fließt. Nimm deinen Atem wahr, der hier erst an den Nasenwänden, über die Stirn, durch den Rachen bis in den Brustkorb einströmt. Und von dort wieder den gleichen Weg nach außen fließt. Die Einatmung kommt kühl. Die Ausatmung fließt körperwarm wieder nach außen. Dann spüre über den Atem, wie der innere Raum größer wird, weiter wird. Wie du dich, deinen Körper aus dem inneren Raum nun erfährst. Und du bleibst in der Beobachterrolle, einfach nur wahrnehmen. Wahrnehmen deinen Körper, deinen Atem. Und was passiert, dass du aus den Stimmen im Kopf, dass du von dort Abstand nimmst, dass du da raustrittst. Denn im Alltag, ja, da wird immer wieder geredet, geredet, geredet in dir, im Kopf. Und wir sind vollkommen identifiziert mit dieser Stimme. Und es war vor 200 Jahren, 300 Jahren, früher war das nicht so. Da gab es nicht so viel Geplapper, Geschwätz in uns.
Es ist so mit der Zeit immer mehr geworden, weil das, was im Außen ist, im scheinbaren Außen, mehr und mehr auf uns wirkt und gleichzeitig wir ja von innen kreieren. Wir mehr und mehr zur Materie geworden sind. Und dadurch uns selbst vergessen haben. Unseren Körper, die Signale des Körpers ignoriert haben. Und jetzt ist die Zeit, und gerne nutze auch die Stunde dafür, allgemein die Zeit, sich wieder daran zu erinnern, wie es ist, aus dem Herzraum heraus wahrzunehmen. Und diese Stimmen im Kopf mit Abstand aus dem Herzen heraus zu beobachten. Und so färbst du das Ganze etwas lichtvoller, heller, positiver. Und was noch viel wichtiger ist, du kannst klarer Entscheidungen treffen. Und erkennst mehr und mehr, was aus deiner inneren Stimme heraus sein soll oder was wirken darf und was etwas ist, was von außen auf dich eingewirkt hat, dich ein wenig manipuliert auch dadurch. Ganzen Muster, Vorstellungen, die so vorgelebt werden, die uns eingeflüstert, eingehämmert werden auch, dass du das Ganze mal hier ganz klar erkennst, dass nicht alles von dir ist und dass du jetzt die Möglichkeit hast, dessen mehr und mehr bewusst zu werden, mehr und mehr in den Körper zurückkommen, aus einer subtileren Ebene heraus dich und deine Umwelt erfahren. Einfach mal beobachten. Die Hände vor das Herz. Und bleibe hier mit deinem Herzen verbunden. Agiere jetzt aus diesem Raum heraus. Lass uns dreimal das Om singen. Dreimal Shanti, Shanti der Frieden, sanft ein. Om. Senkt die Stirn nach unten zum Herzen. Spüre diesen inneren Frieden in dir. Und was aus diesem Raum, aus diesem friedvollen Raum darf jetzt kreiert werden. Du als Schöpferwesen, ja, in jedem Moment deines Seins kreierst du. Lass uns das anheben. Friedvoller, freudvoller, liebevoller,
lebendiger, farbiger, heller. Wenn du soweit bist, die Augen sanft öffnen. Den Sitz für einen Moment einmal lösen. Wenn du so wie ich auf dem Block sitzt, einfach die Hände nach vorne nehmen, den Po anheben und ein Bein nach hinten strecken. Die Ferse nach hinten nehmen. Oder wenn du im Schneidersitz gesessen bist, die Beine nach vorne strecken. Einmal für einen Moment hier die Beine. Gelenke wieder neutralisieren, strecken, tief dabei atmen und den Block dann auf die Seite nehmen. Lass uns jetzt hier im Vierfüßlerstand beginnen. Und stell die Füße auf und schieb jetzt noch einmal den Po nach hinten Richtung Fersen. Nimm die Hände in die Hüften, zieh die Schultern zurück und dann hebst du langsam das Gesäß an. Heb das Brustbein und verlängere das Kreuzbein nach unten. Und jetzt nimm deinen Atem wahr, wie du weit in dein Herzzentrum einatmest und kraftvoll aus dem Bauch ausatmest, Mula Bandha setzen, also den Beckenboden leicht anheben, tief einatmen und ausatmen, den Po nach hinten nehmen Richtung Fersen. Einatmen, komm wieder auf die Schienbeine und jetzt öffne die Arme nach hinten, beug die Ellenbogen leicht, heb das Brustbein an und dann während du dich wieder zurücksetzt, machst du den Rücken ganz, ganz rund und bringst die Fingerkuppen zueinander. Die Ellenbogen bleiben gebeugt, nach außen gerichtet. Einatmen, komm wieder nach oben, hebe dein Brustbein, zieh die Schultern zurück, den Kopf leicht anheben, Nacken bleibt lang dabei, aus, runder Rücken, Kinn zum Brustbein. Wiederhol das ein paar Mal mit der Einatmung, öffnest du. Zieh die Schultern zurück, heb das Brustbein, ausatmen, ganz runder Rücken, einatmen, wieder nach oben kommen und ausatmen, den Rücken ganz rund. Komm noch einmal nach oben, heb das Brustbein, öffne die Arme, Schultern rück, pass auf, Rücken rund, nur diesmal die Hände vor dir unter die Schultern absetzen. Für die Katze. Einatmen, öffne dich in die Kuh, Brustbein anheben. Ausatmen, ganz runder Rücken, Nabel nach oben, Kinn zum Brustbein. Weiter fließen, einatmen, heben. Ausatmen, ganz rund werden. Und ein paar Mal in deinem Atemrhythmus, Katze, Kuh. Die Stimmritze ist geschlossen. Der Atem rauscht. Du machst dir den Atem bewusst. Die Einatmung genauso intensiv und lang wie die Ausatmung. Und das Rauschen entsteht in der Kehle, nicht in der Nase, wenn du das. Und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, dann atme einfach ganz ruhig und entspannt durch die Nase ein und durch die Nase aus. Und über dieses gleichmäßige, ruhige, lange Atmen beruhigst du dein komplettes Nervensystem, ganzen Organismus, deinen Körper. So, noch einmal das Brustbein nach vorne nehmen, Schultern zurück und den Po nach hinten über den runden Rücken Richtung Fersen. Lass uns das zweimal wiederholen. Einatmen, Brustbein anheben, Schultern rück. Ausatmen, runder Rücken, Po nach hinten Richtung Fersen. Einatmen, wieder nach vorne heben, zieh die Schultern rück,
Ausatmen, ganz runder Rücken. Genieß die Dehnung und die Streckung. Einatmen, heb den Po, lass den Po über den Knien. Und mit der Ausatmung lauf ein bisschen mit den Händen nach vorne. Komm auf die Fingerspitzen und heb das Brustbein. Einatmen an. Also, ihr seht, es bleibt über den Knien. Und dann langsam, langsam, langsam. Lass deinen Oberkörper nach unten sinken, leg die Stirn ab, die gerne auch auf einem Block liegt. Die Hände jetzt groß und weit in die Matte schieben. Den Nabel nach innen nehmen mit der Ausatmung, die Sitzbeinknochen zu den Kniekehlen ziehen. Tief in dein Herzzentrum ein und aus dem Bauch aus. Tief ein, genieß es wirklich bewusst, den ganzen Körper wahrzunehmen. Und aber auch ganz bewusst hier spüren, wie der Atem in die Mitte des Brustkorbes einströmt und sich von dort sternförmig in alle Richtungen ausdehnt. Noch einmal hier ein. Und aus. Dann heb leicht den Kopf an, bring die Ellenbogen zum Boden und du kannst auch gerne ein bisschen nach hinten rutschen, in die Sphinx kommen, leg deine Oberschenkel, Schienbeine ab, spreiz alle Zehennägel weit in die Matte, zieh die Schultern zurück, halt dein Herz weit, Unterarme sind parallel, der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. In dein Herzzentrum ein und aus dem Bauch aus. Tief ein. Atme aus. Und wieder der Fokus hier im Herzen. Nabel geht nach innen, Schultern rück. Noch einmal ein. Atme aus, leg den Oberkörper ab, rutsch dabei die Hände neben die Rippen, Stirn zum Boden. Öffne dich in eine kleine Kobra, heb das Brustbein und dann zurück. Pass auf, in den Vierfüßlerstand, bleibe hier. Streck das rechte Bein zur Seite aus, ganze Fußsohle in die Matte und dann schieb den linken Arm unter der rechten Achse durch. Du kannst hier bleiben. Oder du greifst mit der Hand das Schienbein und bringst deinen linken Unterschenkel zum rechten Mattenrand. Dann kannst du etwas tiefer in eine Drehung kommen. Du kommst auf die Fingerspitzen der rechten Hand und öffnest deinen Brustkorb nach oben auf. Tief ein. Und atme aus. Tief einatmen. Und vollständig leer werden, atme aus, ruhig ein, atme aus, tief ein, atme aus, letztes Mal ein und hier ausatmen. Und der Schenkel geht nach hinten, schieb in die rechte Hand, komm in den Vierfüßlerstand. Heb das Brustbein an, einatmen, mach den Rücken rund aus. Neutrale Position, linkes Bein geht zur Seite, Fußsohle groß und weit in die Matte schieben, rechte Hand unter der linken Achse durch, gerne hier bleiben oder etwas tiefer kommen, rechte Hand ans Schienbein, Unterschenkel zum linken Mattenrand ausrichten, komm auf die Fingerspitzen der linken Hand. Halt den Brustkorb weit, deinen Atem weit, gleichmäßig und tief. Genieß die Dehnung im Schulter-Nackenbereich. Drei Atemzüge hier. Und noch einmal. Ganz leer werden, atme aus. Schieb wieder die linke Hand, komm dadurch in den Vierfüßlerstand.
Gib das Brustbein an, weit ein. Und jetzt zurück in den nach unten schauenden Hund. Die Hände bleiben groß und weit geerdet auf der Matte. Gerne ein-, zweimal die Beine abwechselnd beugen. Den Rücken dabei immer länger strecken. Die Rückseite der Beine dadurch sanft öffnen, dehnen. Und dann werde ruhig, schieb die Fersen rück. Atme tief in den Brustkorb ein und vollständig aus dem Bauch aus. Tief ein, vollständig ausatmen. Und ruhig und tief der Atem. Blick ganz entspannt. Schweift nicht umher, bleibt ruhen auf einer Stelle. Fokussiert im Inneren. Noch einen Atemzug hier. Dann komm einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Brustbein führt, die Fersen schieben zurück wie ein Brett. Und dann bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen in die Kobra, halt die Beine stark, zieh die Schultern rück und gleich zurück in den nach unten schauenden Hund. Lass die Hände groß und weit geerdet, eventuell den Schritt etwas kürzer machen, mittiger setzen die Beine. Heb das rechte Bein nach hinten hoch. Mit Ausatmung bringe Knie und Nasenspitze zusammen, runde den Rücken, heb das Becken hoch. Einatmen zurück, streck das Bein. Ausatmen, wieder ganz runder Rücken, Schulterblätter weit. Einatmen, streck das Bein. Und ausatmen, ganz runder Rücken. Heb dein Becken, schau nach vorne, setz den rechten Fuß zwischen die Hände. Linke Hand kann gerne auch auf einem Block. Und heb den rechten Arm. Zieh die Schultern zurück. Bleib hier mit der Einatmung. Mit der Ausatmung führ den Arm nach hinten, nach unten. Guck die ganze Zeit der Hand nach. Und dann wieder einatmen vor, hoch. Und ausatmen zurück. Drei Runden, einatmen, heben, aus, zurück. Einatmen, heben, aus, zurück. Und noch einmal, einatmen, heben. Und noch einmal nach unten, nach oben kommen, dann bleibe ich hier. Kreis dann ein paar Mal in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Reck die Finger ein. Rechte Hand zum Boden. Atme aus. Einatmen, Herz weit. Und dann steig zurück in den nach unten schauenden Hund. Bleibe hier für einen Moment ein. Atme vollständig aus. Nur mal ganz kurz was checken. Ein. Und die Hände groß und weit in die Matte schieben. Atme aus. Heb das linke Bein nach hinten hoch ein. Ausatmen, bring Knie, Nasenspitze zusammen, Rücken rund. Einatmen, streck das Bein. Ausatmen, wieder rund werden. Nach vorne mit den Schultern. Einatmen, zurück. Und ausatmen, ganz, ganz rund, bleibe ich hier, heb den Blick, guck nach vorne, kick dein Schienbein nach vorne, zwischen die Hände den Fuß abstellen, zieh die rechte Schulter zurück, rechte Bein aktiv, heb den linken Arm. Einatmen hier und dann führ den Arm nach hinten, nach unten und nach vorne, nach oben. Und jetzt nochmal drei Runden ein, nach vorne, hoch. Und aus, nach hinten, unten. Zwei Runden noch. Fühl wieder Atem, dich
ja, bewegt. Und beim nächsten Mal, wenn du nach oben kommst, bleibe mit der linken Hand oben, kreis dein Handgelenk ein paar Mal. Und in die andere Richtung. Streck den Arm. Einatmen. Linke Hand zum Boden, pass auf. Komm diesmal in die schiefe Ebene. Fühl dich kraftvoll, atme ein. Und ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Po Richtung Fersen. Und zurück in den Hund. Einatmen hier. Ganz leer werden, atme aus. Beug die Beine, kleine Schritte bringen dich nach vorne. Du bleibst hüftbreit hinter den Händen stehen. Und hier die Hände auf die Blöcke legen, falls du brauchst. Oder einfach schön in die Matte sinken lassen. Wenn möglich, sind die Beine gestreckt. Das Gewicht gleichmäßig verteilt auf Handflächen, Fußballen und Fersen. Lass den Nacken lang werden, den Kopf bewusst schwer hängen lassen. Und dann spüre, wie du weit in den Brustkorb ein und aktiv aus dem Bauch ausatmest. Bleib hier noch drei tiefe Atemzüge. Gib die Fersen leicht rück. Rückseite der Beine öffnet dadurch. Jetzt komme auf die Fingerspitzen und gerne bleib mit den Händen auch auf dem Block. Falls du einen Block hast, beug das linke Bein, die linke Hand etwas mittiger setzen und heb den rechten Arm. Streck die Wirbelsäule lang, tief ein, Blick an der rechten Hand vorbei, aus, tief ein. Atme aus, noch einmal ein. Und dann bring die rechte Hand zum Boden, mittig setzen, beug das rechte Bein, streck das linke, soweit du kannst, einatmen, linker Arm nach oben, atme aus, tief ein, ausatmen, einatmen, aus, und noch einmal ein, atme aus, linke Hand zum Boden, komm auf die Fingerspitzen beider Hände, Rücken lang, und hauch hier noch einmal weit über die Beine, beug die Knie, schieb die Blöcke auf die Seite, einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, die Arme über die Seite, über die Mitte, nach oben, über den Kopf strecken und dann senk die Hände vor das Herz. Diesmal verschränkt die Finger hinter dem Rücken, schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Und Kreuzbein zieht nach unten, Brustbein nach oben. Richtig schön weit den Brustkorb anheben, Kinn nach unten senken. Tief atmen. Genieße hier im Schulter-Nackenbereich Raum zu schaffen. Dein Herz weit. Noch einmal ein und hier ausatmen. Einatmen, nimm die Arme nach oben, streck dich lang, verschränk die Finger und lehn dich nach links. Einatmen in die Mitte, streck dich noch länger und ausatmen, lehn dich nach rechts. In die Mitte ein, noch einmal nach links aus. Mitte ein und nach rechts atme aus. Einatmen zur Mitte, senk die Hände vor das Herz und spür für einen Moment nach innen. Nimm die Ruhe im Körper wahr.
Der ganze Körper lebendig, gut fühlbar. Dein Atem fließt gleichmäßig und ruhig. Und wir üben ein paar Sonnengrüße. Mit der Einatmung nimm die Arme über die Seiten und streck dich lang. Heb das Brustbein an. Und ausatmen, senk die Hände nach unten. Platziere sie neben oder vor die Füße. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Und zurück in den Hund, atme aus. Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Brustbein führt, Fersen rück. Pass auf, Liegestütze gerne mit Knien. Zieh die Schulter mehr nach vorne, anstatt nach unten zu denken. Einatmen, streck die Arme. Oder komm in den aufwärts schauenden Hund. Ja? Ausatmen, zurück nach unten schauender Hund. Wieder in die schiefe Ebene kommen ein. Und diesmal bringst du Knie, Brust, Kinn zum Boden. Wie gerade eben, wie in der halben Liegestütze beginnen, nur dass du jetzt dein Herz ablegst. Einatmen nach vorne in die Kobra, Schultern rück. Und ausatmen, über den Vierfüßlerstand zurück in den Hund strecken. Rechtes Bein geht nach vorne, lautlos, Rücken ist lang. Anderes Bein dazu, lass den Kopf los. Einatmen, komm den ganzen Weg nach oben, heb dein Herz und die Arme. Ausatmen, Hände vor das Herz. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, tauche ganz bis nach unten ab. Die Beine auf halbem Weg immer gerne beugen. Einatmen, Herz weit, linkes Bein nach hinten. Rücken richtig schon lang strecken. Die Zeit ist da, zurück in den Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene, die Kraft führen. Gerne wie gerade eben, mit Knien die Liegestütze. Gerne wieder die Arme strecken oder in den aufwärts schauenden Hund, wie ich es jetzt mache. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra, halt die Beine starr. Ausatmen, Po Richtung Fersen, in den Hund, linkes Bein, einatmen nach vorne, zieh den Rücken lang, ausatmen, anderes Bein dazu, den ganzen Weg nach oben, Beine gut erden, den Rücken lang halten, Hände über den Kopf, senk die Hände vor das Herz, fließe weiter, einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, tauche den ganzen Weg bis nach unten ab. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Ausatmen, steige in den Hund, schön lang strecken. Einatmen, nach vorne, schiefe Ebene, mit oder ohne Knie, Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauender Hund, starke Arme oder Variante. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, nach vorne, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen in die Kobra, starke Beine. Auspo Richtung Fersen, langer Rücken in den Hund. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, anderes Bein dazu. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Und ausatmen, Hände vor das Herz. Einatmen, streck die Arme, streck dich lang. Ausatmen, tauche bis nach unten ab. Einatmen, linkes Bein nach hinten. Ausatmen, steige in den Hund, durchstrecken. Einatmen, vor schiefe Ebene. Ausatmen, Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, Po Richtung Fersen. In den Hund. Links geht einatmen nach vorne. Ausatmen, anderes Bein dazu. Einatmen, schwebe nach oben in den Himmel mit den Händen. Herz weit. Kadasana, bleibe hier. Atme ruhig ein.
Erde die Füße, atme aus, setz den Po tief, komme in den Stuhl, Utkatasana, und dann nimm die Hände vor das Herz und dreh dich nach rechts. Linken Ellenbogen außen an das rechte Knie, Daumenwurzeln ans Brustbein. Zieh die Wirbelsäule lang, guck über die rechte Schulter. Tief ein und aus. Ruhig ein und hier aus. Einatmen in die Mitte, streck die Arme. Und zur linken Seite, rechten Ellenbogen, so als Anker nehmen. Tief und ruhig der Atem. Spür vielleicht den Herzschlag. Noch einmal ein. Und hier ausatmen. Einatmen, streck die Arme nach oben. Ausatmen, Hände zum Boden. Und Kopf loslassen. Wer möchte, wer kennt, kann zurückspringen, Rücken lang. Oder du steigst in den Hund, wartest dort, Chaturanga, aufwärtsschauender und zurück. In den nach unten schauenden Hund, bleibe hier einen Atemzug, halt die Hände groß und weit. Atme aus, heb das rechte Bein nach hinten in die Luft. Und bring den rechten Fuß nach vorne, lautlos zwischen die Hände absetzen. Linke Ferse hinten in die Matte erden. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte und komm von hier nach oben in Virabhadrasana 1. Leide hier, lass den linken Arm gut gestreckt nach oben und die rechte Hand einfach außen an den Oberschenkel legen oder auf den Oberschenkel legen oder auf das Kreuzbein legen. Guck einfach mal, wo du hinkommst. Zieh den linken Arm nach oben. Zieh dich weg vom Oberschenkel. Halt den Atem ruhig. Gesichtszüge weich. Spür die Kraft, Energie im Körper. Herzschlag, pulsieren, Wärme, Lebendigkeit. Und dann hebt mit der Einatmung den rechten Arm und die linke Ferse. Wir sind im High Lunge. Du kannst jetzt hier jederzeit das linke Knie zum Boden bringen, die Hände vors Herz nehmen und dich nach rechts rotieren. Ellenbogen außen an das Knie nehmen oder, wer möchte, linke Hand zum Boden auf die Fingerspitzen, rechter Arm nach oben oder letzte Instanz, rotier die Hand hinten, die Schulter aus und greif unter dem Oberschenkel die Finger ineinander. Blick hinter an der rechten Schulter vorbei, halt den Brustkorb weit. Die Beine stark, der Atem ruhig. Lass den Atem ruhig, noch einen Atemzug hier. Und dann guck zum Boden. Linke Hand zum Boden, falls gebunden, rechter Arm nach oben. Und dann bring beide Hände zum Boden, links und rechts zum vorderen Fuß. Mach den Schritt von hinten etwas kürzer und streck das rechte Bein. Zieh die rechte Hüfte zurück, Rücken lang, gerne die Hände auf Blöcke nehmen. Und dann tauch über das rechte Bein, lass den Kopf los. Atme tief in dein Herz. Und aktiv aus dem Bauch. Lass den Rücken noch länger. Vielleicht möchtest du mit den Händen weiter nach vorne laufen. Wenn du bequem zum Boden kommst, ja. Und schieb die rechte Ferse in die Matte zurück. Spürst das bis zur rechten Außenhüfte. Halt die Gesichtszüge entspannt. Rechte Bein ist eher entlastet. Atme aus. Mit deiner Einatmung beugt das rechte Bein und jetzt lauft alle mit den Händen nach vorne, Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und dann hebt das linke Bein nach oben. Rücken ist lang, du kannst hier gerne auch bleiben, die Hände auf Blöcke legen oder komm wirklich hier in die Kraft.
Nimm die Hände jetzt nach hinten, heb den Oberkörper parallel für Virabhadrasana 3. Tief der Atem. Fliege. Ausatmen hier 2. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen. Ausatmen 4. Und ausatmen 5. Pass auf, gerne den hinteren Fuß nach hinten zum Boden. Aber jetzt komm nach oben. Bring das linke Knie nach oben. Streck die Arme. Finde hier deine Balance. Und dann beug dein Standbein. Bring den Oberschenkel über den linken. Kannst auch den Fuß hier abstellen. Oder Fußspann um die Wade für den Adler. Rechter Arm über den linken. Kreuz die Unterarme. Zieh die Schultern zurück. Und dann tauche nach und nach, Atemzug für Atemzug, weiter nach vorne, bis du die Ellenbogen über das Knie bringst. Leg entspannt, der Atem tief. Fühl dich weiterhin energievoll. Und hier ausatmen. Und dann komm von hier langsam nach oben. Löse die Hände, das linke Bein nach oben. Und langsam den Oberkörper nach vorne lehnen, in den Ausfallschritt zurücksteigen. Bring noch einmal die Hände nach hinten, so wie wir es am Anfang der Stunde gemacht haben. Heb dein Herz. Fühl dich weit und frei. Und langsam, langsam senk das linke Knie zum Boden. Bring die linke Hand zum Boden und beug das linke Bein, greif für eine rechte Hand außen den linken Fuß. Atme hier tief ein und twiste nach rechts auf. Vielleicht kannst du ein bisschen tiefer dein Bein zu dir ranziehen oder näher ranziehen. Schultern weit, Atem tief. Noch einmal hier ein, atme aus, komm nach vorne, senk die linken Fußspann zum Boden, heb das Herz, heb die Arme ein und dann bring die Hände zum Boden, steige zurück in den Hund, ruhig ein und vollständig aus. Spür dein rechtes Bein, spür dein linkes Bein. Heb das linke Bein nach hinten in die Luft rein und bring den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Senk die rechte Ferse, schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Einatmen nach oben, Virabhadrasana 1. Lass den rechten Arm oben, streck ihn sogar weiter nach oben. Greif mit der linken Hand außen den Oberschenkel oder hinten Oberschenkel. Tief der Atem in den Brustkorb ein. Aus dem Bauch aus. Tief ein. Und aus. Was macht dein Gesicht, Züge, dein Nacken? Atme hier aus. Hebe, einatmen den linken Arm. Hebe die rechte Ferse. Gerne das Knie zum Boden. Gerne hier oben im Twist mit den Händen vor dem Herzen. Oder tiefer kommen in die Rotation. Ja, du drehst hier die Schultern nach hinten, öffnest, also die linke Schulter ist nach vorne rotiert, aber die Hand rotiert nach hinten, damit du hier die Finger ineinander greifen kannst. Tief der Atem. Noch 2 Atemzüge hier. Und hier ausatmen. Rechte Hand zum Boden, linke Arm nach oben ein. Und dann beide Hände zum Boden. Mach den Schritt ungefähr eine halbe Fußlänge oder ein bisschen mehr kürzer, damit du die rechte Ferse zum Boden bringen kannst. Herz weit, Rücken lang. Und dann ausatmen. Tauch über das linke Bein. Die linke Hüfte steht rück. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Und wenn du kannst, wenn du möchtest, lauf mit den Händen weiter nach vorne, streck dich.
Und atme entspannt weiter ein- und ausströmen. Indem die Hände leicht nach vorne schieben, schiebt die linke Ferse mehr zurück. Du spürst die Öffnung in der linken Hüfte. Entlastung hier im linken Bein. Und noch einmal hier ein. Atme aus. Einatmung, beugt das linke Bein, lauf mit den Händen nach vorne, zieh den Rücken lang, hebt das rechte Bein. Atme aus, bleibe hier, fühl dich kraftvoll, fühl dich stark, zieh den Bauch nach innen, Standbein aktiv, du kannst das Knie leicht beugen hier, um nach oben zu kommen, in Virabhadrasana 3. Ups. Und dann streck dich lang. Finde hier die Balance. Brustbein weit. Tief und ruhig der Atem. Noch einen Atemzug hier. Und dann langsam beugt das Standbein. Zieh das linke Knie nach oben. Mit Absetzen oder ohne ist alles okay. Heb die Arme. Beugt das Standbein tiefer und wickel den rechten Oberschenkel um den linken Fußspann, um die Arme, linker Arm um die Wade, linker Arm über den rechten. Kreuz die Unterarme der Adler, Garuda. Tief der Atem. Sinke nach und nach nach unten mit Kraft und mit Vertrauen. Schulterbereich, Nackenbereich, oberer Rücken wird schön geöffnet. Noch einmal hier ein und aus. Langsam hebt den Oberkörper, hebt die Arme und das rechte Knie, den Adler fliegen lassen. Lehn dich nach vorne, ausatmen, in den Ausfallschritt, lande, gut. Bleibe hier, zieh die Ellenbogen zurück, atme tief, tief ein. Atme aus. Noch einmal ein. Und dann langsam senkt das rechte Knie zum Boden aus. Rechte Hand auf das linke Knie. Und du beugst das rechte Bein und greifst dir den Fuß von außen. So, tief atmen. Und dann ziehst du langsam und liebevoll deinen Fuß im Körper ran. Legst über die linke Schulter. Brustkorb bleibt gleich, weit. Noch einmal hier ein und atme aus. Komm nach vorne, senk den rechten Fuß, Hände in die Matte einatmen und dann steig zurück in den nach unten schauenden Hund aus. Bleibe hier, atme ruhig ein. Und gerne mal durch den Mund weit ausatmen. Tief ein. Und ausatmen. Dein rechtes Bein geht nach vorne. Gehen mal zur anderen Seite, damit ich bei euch bin. Linke Ferse zum Boden. Einatmen, komm nach oben. In Virabhadrasana 1. Öffne zur Seite, Virabhadrasana 2, streck das rechte Bein für das Dreieck, zieh die rechte Hüfte zurück, den rechten Arm weit nach vorne und segel ins Dreieck. Taille ist lang, linker Arm geht nach oben und zum Schluss Blick an der linken Hand vorbei. Ruhig der Atem, kraftvoll die Beine, entspannt und frei im Nacken. So nach ausatmen, tief ein, ausatmen, 4, noch einmal ein, atme aus, Füße gut erden, wenn du willst, guck nach unten, um einatmen, nach oben zu kommen, beug das rechte Bein für Virabhadrasana 2, Blick über die rechte Hand, atme entspannt ein
Und atmen. Tief ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Streck das rechte Bein ein. Ausatmen, beug es wieder. Entweder den Unterarm auf den Oberschenkel oder die rechte Hand gerne auch auf einem Block außen zum rechten Fuß. Zieh den linken Arm weit über das Ohr für Parshvakonasana und zieh dich von der Schulter weg. Halt den Nacken weit. Brustkorb aufrotiert. Tief der Atem. Über diese kraftvolle stehende Sequenz auch in die eigene Kraft kommen. Energie aufbauen. Spüren, dass das Feuer, die Kraft, all das ist in dir vorhanden. Es will gesehen werden, will gespürt werden. Heb den linken Arm, bring die linke Hand in die Hüfte, guck nach unten. Jetzt mach den Schritt etwas kürzer und bring die rechte Hand gerne auch auf einen Block weiter nach vorne, so über den rechten Mattenrand hinaus und heb das linke Bein für Adha Chandrasana. Zieh die linke Schulter zurück und heb den linken Arm, wenn du hier bleiben willst, okay. Oder du beugst das linke Bein und greifst dir den Fuß spannend von außen. Und dann öffnest du dich hier noch einmal weit auf. Herz weit, rechter Oberschenkel stark, zieht zurück. Ja, wer gebunden hat, langsam linkes Bein strecken, Arm nach oben ein. Und jetzt bringt alle die linke Hand zum Boden aus, die linke Hüfte gerade, Herz nochmal anheben, den Rücken richtig schön lang. Und jetzt komm von hier in den Drehsitz, indem du einfach das obere Knie außen zum rechten Fuß absetzt. Setz dich an der Ferse vorbei. Werde beide Sitzbeinknochen, zieh den Rücken lang, streck den linken Arm und ausatmen, dreh dich nach rechts. Wenn die rechte Pobacke nicht zum Boden kommt, leg dir bitte einen Block unter beide Gesäßhälften oder streck das linke Bein, wenn du merkst, das ist nichts für dich mit beiden gebeugten Beinen. Nimm den Atem wahr. Tiefer und tiefer in die Haltung kommen mit der Aus. Länger und größer und weiter werden mit der Ein. Noch einmal ein und atme hier aus. Komme dann nach vorne mit der Einatmung. Dreh dich ausatmen zur anderen Seite gegen. Einatmen in die Mitte. Schwing das rechte Bein nach hinten. Für die Taube setzt das linke Knie hinter der linken Hand ab. Pointe den Fuß, wenn du einen spitzen Winkel hast. Flex den Fuß, wenn du einen rechten Winkel hast. Und jetzt heb das Herz, zieh den Rücken richtig schön lang. Gerne leg dir was unter die Pobacke, wenn das nichts ist. Wenn du ein bisschen zur Seite kippst. Und dann langsam atme dich nach vorne, leg die Stirn ab auf die Matte, auf Hände oder Block. Und atme tief in den unteren Rücken ein und aus. Entspann die Schultern. Lass los für die Hingabe in dieser Haltung. Hingabe bedeutet annehmen. Annehmen von dem, was jetzt ist.
Und hier langsam, langsam mit der Einatmung wieder nach oben. Zieh die Schultern zurück, halt dein Herz weit, hier einatmen. Und dann in den Hund, rechten Fuß aufstellen, Kraft in die Hände, steigt zurück. Und weil es sich einfach so gut anfühlt, hebt das linke Bein einmal nach oben, weit in die Luft, beugt das linke Knie und öffne jetzt die Hüfte zur Seite. Lass den Fuß einfach entspannt hängen, spür hier Mula-Bande, Nabel nach innen. Atme tief und ruhig, beide Arme gut gestreckt. Okay, mit der Einatmung streckt das linke Bein, dreh die Hüfte ein und setz ausatmen den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände, rechte Ferse in die Matte. Einatmen, komm nach oben in Virabhadrasana 1, heb die Arme. Öffne zur Seite, Virabhadrasana 2, streck langsam das linke Bein, zieh die linke Hüfte zurück, Taille lang über den Oberschenkel ziehen und dann heb den rechten Arm. Blick an der rechten Hand vorbei, halt die Beine richtig stark. Fußgewölbe aktiv. Und so kannst du tiefer in die Dehnung, in die Streckung kommen und dich leichter im Oberkörper, Nackenbereich erfahren. Noch einmal ein. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte aus. Guck gerne nach unten. Einatmen nach oben, Virabhadrasana. Zwei, ausatmen. Blick über die linke Hand. Tiefer Atem, Nacken lang, Schultern entspannt. Atme aus. Tief ein. Ausatmen. Drei. Ausatmen. Vier. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Strecke langsam das linke Bein. Ausatmen, beug es wieder. Gerne den Unterarm auf den Oberschenkel oder linke Hand außen zum linken Fuß. Nimm dir gerne den Block, damit du den Oberkörper weit halten kannst. Und dann streck den rechten Arm lang, weit über das Ohr. Tief und kraftvoll der Atem. Leg zur rechten Hand. Schau, dass du weit bist im Nackenbereich. Beine arbeiten. Noch einmal hier ein. Atme aus. Einatmen, bring die linke Hand zum Boden. Ah nee, Entschuldigung, linke Hand, rechte Hand. Jetzt haben wir es. Rechte Hand an die Hüfte. Mach ausatmen den Schritt kürzer und wandere mit der linken Hand weit nach vorne. So, gerne auch hier auf einem Block. Dann hebst du automatisch dein rechtes Bein. Schiebst die Schultern zurück. Flexst den rechten Fuß und heb eventuell den rechten Arm. Adha Chandrasana. Bleibe hier. Oder beug das rechte Bein. Greif dir den Fuß. Tief ein. Und vollständig aus. Du kannst nach unten gucken oder nach oben, ist ein bisschen herausfordernder. Und noch einmal hier ein. Atme aus, löse. Rechter Arm nach oben, das Bein nach hinten. Und dann bring die rechte Hand zum Boden, dreh die Hüfte erstmal gerade nach unten, einatmen. Und dann komm in den Drehsitz. Richte das Knie außen zur linken Ferse, setz dich vorbei an der Ferse, streck den rechten Arm, gleiche Haltung wie auf der anderen Seite, gerne auch eben gestreckten Bein. Und dreh dich ausatmen nach links. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, tiefer in die Rotation.
Noch zwei Atemzüge. Ganz leer werden, atme aus. Komm, einatmen nach vorne. Drehe dich zur anderen Seite gegen. Öffne hier auf. Einatmen zur Mitte. Schwing das linke Bein nach hinten. Hände in die Matte für die Taube. Setz das rechte Knie hinter der rechten Hand. Brustkorb weit. Gerne was unter die rechte Pobacke legen. Und dann langsam nach vorne sinken. Stirn ablegen. Arme gestreckt. Oder Hände unter der Stirn ist auch okay. Aber lass den Schulterbereich entspannt. Den Atem ruhig und gleichmäßig. Der untere Rücken weit. Einmal hier ein und atme aus. Und dann hier langsam wieder nach oben einatmen. Zieh die Schultern zurück, atme aus, bleibe hier nochmal mit der Einatmung und dann schieb dich in den Hund. Hände kraftvoll erden, rechtes Bein nach hinten setzen, dann einatmen, das rechte Bein nach hinten in die Luft. Knie beugen, Hüfte aufrotieren, Kreuz, Schambein zueinander ziehen. Beide Arme gestreckt, lass den Atem ruhig und tief. Und dann hier noch einmal ein. Atme aus. Drück das rechte Bein. Dreh die Hüfte ein, bleibe hier ein und bleibe aus, im nach unten schauenden Hund. Komm, einatmen nach vorne in die schiefe Ebene, lass dir Zeit. Knie, Brust und Kinn aus. Einatmen in die Kobra, aus Po Richtung Fersen. Zurück in den Hund. Einatmen nach vorne, schiefe Ebene. Und jetzt leg dich langsam über die Liegestütze, so langsam wie du kannst, auf den Boden ab. Stirn zum Boden, Arme nach hinten. Einatmen, heb die Beine, heb den Oberkörper, Shalabhasana. Ganz gleich, ob die Handflächen oder Handrücken am Boden sind. Atme aus, tief ein. Ausatmen, Heuschrecke, tief ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Noch einmal ein. Atme aus, fünf, leg die Füße ab, Hände unter den Kopf, leg eine Wange auf deine Hände ab, entspann die Schultern. Bring die Stirn zum Boden und beug die Beine, Füße hüftbreit oder enger, greifen, Knie auch hüftbreit oder enger. Einatmen, heb dich nach oben in Dhanurasana. Atme aus, eins. Tief ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Ausatmen, fünf. Leg dich ab, andere Wange zum Boden. Spürchen nach, entspanne. Geh in den unteren Rücken weit ein. Und vollständig ausatmen. Bring die Hände neben die Rippen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Po Richtung Fersen. Pause. Einatmen. In den Vierfüßlerstand und von dort hebt den Oberkörper an.
Zieh die Schultern zurück für das Kamel. Aufgestellte Füße. Zieh die Schultern zurück. Heb das Schambein. Und dann Hände in den Hüften. Etwas zurücklehnen. Fühl die Kraft in den Beinen. Gerne noch einmal nach vorne kommen. Und hier ein paar Mal wiederholen. Oder, wenn du möchtest, die Hände an die Fersen bringen. Heb das Brustbein. Nacken weit, Hals weit, guck nach oben zur Decke und fühl den tiefen Atem durch dich hindurchströmen. Die Innenoberschenkel arbeiten rück, um Raum weit im unteren Rücken zu schaffen. Und dann hol dir und Kraft nach oben kommen. Hände vor das Herz. Setz dich einmal zurück auf die Fersen. Gerne die Hände auf die Oberschenkel legen und für einen Moment nachspüren. Tief ein und entspannt ausatmen. Und dann nimmst du die Hände zum Boden. Zurück in den Hund strecken. Einatmen nach vorne in die schiefe Ebene. Noch einmal über die Liegestütze. Leg dich langsam nach unten ab. Dreh dich um auf den Rücken. Und dann schau mal, dass die Fersen unter den Knien sind. Füße hüftbreit. Zieh die Schultern zurück in die Matte. Und komm von hier in die Schulterbrücke. Kreuzbein zieht zu den Kniekehlen. Verschränk die Finger unter dem Rücken. Press Füße, Hinterkopf in die Matte und zieh die Schultern dabei unter den Rücken. Atme ruhig ein. Atme aus, zieh die Innenoberschenkel Richtung Boden zueinander. Und dann fühl den tiefen Atem durch dich hindurchstreichen. Prana, Lebenskraft. Nimmst du auf, wird geteilt, aufgeteilt, verteilt durch die Energiekanäle, die Nadis. Atme hier nochmal ein und komm von hier langsam nach unten zum Sitzen. Die Füße mattenbreit, die Knie zusammen, lass den unteren Rücken zum Boden sinken, die Schultern entspannt. Fühl den Atem unter den Händen. Entweder möchtest du noch einmal die Schulterbrücke üben. Oder einfach liegen bleiben, auch okay. Oder eben das ganze Rad mit mir üben, die Hände neben die Ohren, Finger zeigen zu den Schultern. Schieb die Füße, Hände kraftvoll in die Matte und du kommst mit einer Einatmung auch wieder nach innen, nach oben, in das ganze Rad. Streck dich hier lang, atme aus, Füße parallel ein, atme aus. Fühl den Atem. Drei. Vier. Und noch einmal. Atme aus. Fünf. Komm langsam nach unten. Leg dein Becken ab. Noch einmal die Knie zusammen. Noch einmal die Hände auf dem Körper. Fühl dein Herz. Und dann zieh die Knie zum Körper rück, greif um die Schienbeine. Wenn du möchtest, dann schaukel mal nach links und nach rechts ein paar Mal. Und komm langsam zurück in die Mitte, streck die Beine locker nach oben, rechten Oberschenkel über den linken. Wir hatten es heute schon mal, Adlerbeine, wenn das nicht geht, einfach beide Beine einfach. Locker gebeugt. Po nach rechts, Knie nach links.
Oberkörper weit, twiste mit dem Oberkörper zur rechten Seite. Und dann nimm auch hier den Atem wahr. Atem die Schultern entspannt. Tiefer in die Haltung bringt. Komm von hier langsam wieder zurück in die Mitte. Entknote die Beine. Rutsch mit dem Po nach links. Und verknote linken über den rechten Oberschenkel, Fußspann in die Wade. Beide Beine nach rechts, Oberkörper nach links. Lass den Atem tief und entspannt ein. Und ausströmen. Und komm von hier langsam wieder zurück in die Mitte mit der Einatmung. Zieh noch einmal die Knie zu dir ran. Ich muss mal kurz schauen. Okay, machen wir noch. Greif in die Kniekehlen. Nimm etwas Schwung nach vorne und zurück ein paar Mal. Und dann komm nach oben zum Sitzen. Streck die Beine aus. Paschimottanasana, jederzeit setz dich auch höher auf die Decke. Jederzeit benutze einen Gurt, um zu den Füßen zu kommen. Zieh die Schultern rück und atme dich langsam nach vorne, über die Beine. Rücken ist lang, du hast keinen Rundrücken und ziehst auch nicht die Schultern zu den Ohren, sondern bleib im Schulternackenbereich weich. Lass den Kopf zum Schluss entspannt nach unten sinken. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Noch zweimal drei tiefe Atemzüge. Von hier langsam nach oben zum Sitzen. Stell die Füße auf und lass die Knie nach außen sinken für Baddha Konasana. Greif mit den Daumen in die Fußballen hinein. Ich zeige es einfach von vorne. Fersen zusammen. Herz weit, Rücken lang und dann tauch nach vorne. Wenn die Knie weit oben sind, schwierig ist, du den Rücken rund machen musst. Nimm einfach die Hände nach hinten und öffne so ein bisschen hier den Schritt. Auch eine schöne Haltung. Bring die Knie Richtung Boden. Ja? Im Moment noch einmal die Hüften öffnen, weite schaffen im Beckenraum. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen, Ellenbogen sind nah am Körper, Herz bleibt weit. Dann komm mit der nächsten Einatmung langsam nach oben. Halt die Beine gerne so, nimm die Hände hinter dich, rutsch mit dem Po ein bisschen nach vorne und leg dich von hier auf die Matte zurück. Lass die Knie nach außen geöffnet.
im Moment hier entspannt liegen bleiben. Und vielleicht ist das jetzt auch deine Abschlusshaltung. Du bleibst hier länger. Du könntest dir jederzeit etwas unter die Knie legen, Blöcke, Kissen. Oder du bringst jetzt die Knie nach oben, verlängere das Kreuzbein, schieb das Becken nach oben, nimm dir einen Block und leg ihn dir unter das Kreuzbein. Streck die Beine nach oben für die Variante von Viparita Karani. Knie können jederzeit gebeugt sein. Und dann genieße hier in der Abschlussfrequenz, Abschlusshaltung, ganz, ganz im Innen anzukommen. Über die bewusste Atemführung. Bleibe ich hier und jetzt bei dir. Und dann langsam, langsam beugt die Beine, stell die Füße auf, nimm den Block auf die Seite oder wenn du am Boden liegst, die Knie nach außen, nimm auch hier die Knie jetzt nach oben, alle die Knie zusammen, Füße mattenbreit und dann 2, 3 Mal die Knie nach links und nach rechts schenken. Und dann komm zurück in die Mitte, bereite dich für Shavasana vor, die Endentspannung. Deck dich gerne zu. Ich ziehe mir jetzt gerade was Wärmeres an. Und dann leg dich zurück, strecke Beine aus, hüftbreit, Füße fallen lose nach außen. Hände über die Matte hinaus, Handflächen entspannt nach oben. Nimm deinen ganzen Körper wahr, wie er hier ruht, liegt, entspannt. Dann lass die Auflageflächen deines Körpers weiter werden. Und entspanne die Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke. Und entspanne Waden, Knie und Oberschenkel. Entspanne Hüften und Gesäß, den gesamten Beckenraum. Entspanne den unteren, mittleren, oberen Rücken. Ganze Wirbelsäule entspannt.
Dein Bauch, dein Brustkorb entspannt. Die Finger, Hände, Handgelenke entspannen. Unterarme, Ellenbogen, Oberarme entspannen. Schultern und Nacken entspannt. Entspanne die Kopfhaut, die Stirn. Augenbrauen entspannen. Der Raum zwischen den Augenbrauen ist entspannt. Entspanne die Wangenknochen, Kiefergelenk. Ober- und Unterkiefer entspannt. Die Zunge gelöst, locker vom Gaumen, die Lippen weich. Sanft gelöst. Der Oberkiefer, die Nase entspannt. Ohren entspannt. Alle Gesichtszüge sind entspannt. Die Haut am ganzen Körper ist entspannt. Der ganze Körper entspannt. Lass dich für ein paar kostbare Momente tief, tief nach innen fallen, sinken in den unendlichen Raum, diesen weiten, friedvollen, unendlichen Raum in dir. Bleibe
Noch ganz, ganz still liegen. Komme wieder zurück hier in den Raum, die Matte, deinen Körper liegen, spüren. Zurück in den Körper, kleine Bewegungen, etwas bewussterer Atem, wecke dich auf. Und dann, wenn du möchtest, streck dich noch einmal lang durch. Ziehst die Knie ran und rollst auf die rechte Seite. Und Moment, spür hier nach. Leg dir die Hände unter den Kopf. Wenn du soweit bist, dann schieb die linke Hand in die Matte und richte dich über die Seite auf. Und für einen kurzen Moment bleib nochmal ganz still sitzen. Die Hände im Schoß, die Augen geschlossen. Nimm den Körper wahr. Nimm deinen Atem wahr. Und nimm die Gedanken wahr. Die Stimmen im Kopf, die vielleicht etwas leiser geworden sind. Vielleicht kannst du dich aus dem Herzraum heraus wahrnehmen. Nimmst die Energie in dir wahr, das Pulsieren, die Kraft, die Lebendigkeit. Und wenn du möchtest, nimm die Hände vor das Herz und finde etwas, worüber du dankbar bist in deinem Leben. Dann spüre die Dankbarkeit. Spüre die Dankbarkeit. Wenn du möchtest, senk die Stirn nach unten oder verbeuge dich lang nach vorne. Für dein Leben, für dem, was du nicht erklären kannst. Ambulu Satguru Shri Bhagavana Ki Jai. Und kommt von hier langsam nach oben zum Sitzen. Ich sage euch Danke, ihr Lieben.